Oh, das dauert ja ewig, ey. Ja, hier ist wieder der Testmischel von YouTube. Wer kennt das nicht? Ihr habt daheim einen platten Reifen, wollt neue Luft hineinfüllen, habt aber nur so eine uralte, launische, pupsige Pumpe, wo mehr Luft raus als reingeht. Deswegen stelle ich euch heute mal ein Produkt vor, mit dem das viel besser funktioniert. Und jetzt gehen wir mal wieder zu Amazon. Und dort gibt es die Topeak Joe Blow Sport Standpumpe mit einem Twin Head Kopf für schlanke 39,95 Euro versandkostenfrei zu bestellen. Anhand der Rezensionen würde ich mal behaupten, das ist die meistverkaufte Fahrradpumpe auf Amazon. Den Link zu dem Produkt findet ihr im Textfeld unter dem Video. Klickt da drauf, kommt ihr direkt hin. Und jetzt stelle ich euch die Standpumpe mal vor. Und hier haben wir die Pumpe jetzt. Das ist der Fuß. Der besteht aus Gusseisen. Sehr hochwertig verarbeitet, sehr stabil. Hier kann man nochmal nachziehen. Das Gute ist, die Pumpe steht auch von alleine. Manometer haben wir hier. Geht bis 11 Bar. Hier ist ein Verstellring. Der hat hier so einen kleinen roten Pfeil. Das heißt, der steht jetzt auf 3 Bar. Ihr pumpt und pumpt und pumpt. Dann geht der gelbe Zeiger hier immer höher. Und ihr könnt schön von hier oben erkennen, wann der die 3 Bar erreicht hat. Ja, dann haben wir hier einmal den Schlauch. Der lässt sich hier noch abschrauben, dann kann man den Schlauch hier abnehmen. Das ist der Schlauch. Den kann man hier oben noch prima befestigen, entweder hier oder da. So schaut er aus. Hier ist der Doppelkopf. Einmal für Schrader oder Presta-Ventile. Gucken, ob man das erkennt. Einmal hier und einmal da. Hier ist diese Sperrvorrichtung, die kann man in beide Richtungen rüber drücken und dann ist das Ventil fest auf dem Fahrradreifen befestigt und in der Mitte dann wieder zum Entsperren. Hier haben wir dann noch den Korpus, auch sehr hochwertig verarbeitet, also da gibt es nichts zu beanstanden. Und hier oben dann den Griff, der hat mir sehr gut gefallen. Lässt sich angenehm greifen und kinderleicht hochziehen bzw. runterdrücken. Der gleitet auch von ganz alleine dann sanft runter. Ja, also wie gesagt, schon mal optisch eine super prima Pumpe. Hochwertig verarbeitet, da gibt es nichts zu bemängeln. Und jetzt werden wir mal Luft in den Reifen da pumpen. Ja, hier ist das Ventil von meinem Mountainbike. Und wir nehmen jetzt das hier. Das wird dann einfach hier so draufgesetzt. Und dann einfach diesen Sperrhebel hier hinten so rüber gemacht. So. Das war es auch schon gewesen. Und dann kann man prima pumpen. Das geht kinderleicht. Sehr einfach, sehr angenehm. Jetzt sieht man auch schön 3 Bar und der gelbe Zeiger ist dann hier auf dieser roten Markierung. Der Sperrhebel wird dann einfach wieder in die Mitte gestellt und dann kann man den Doppelkopf abnehmen. Das geht dann sehr, sehr schnell und Luft geht auch kaum raus. Zwei zusätzliche Aufsätze gibt es noch, die waren jetzt hier drin gewesen. Man kann sie aber auch hier reinstecken. Wir nehmen jetzt mal diese, Fußballpumpe und pumpen mal hier so einen Ball auf. Dazu einfach den Aufsatz hier reinstecken, den Sperrhebel in die entgegengesetzte Richtung drücken und schon ist der bombenfest. Dann stecken wir den mal hier rein und schon kann man pumpen. Ja, das war es auch schon gewesen. Dann ziehen wir den wieder raus. Ja, und der Ball ist aufgepumpt. Die beiden Bälle habe ich ja gezeigt, dass man die mit der Pumpe aufpumpen kann. Jetzt habe ich hier mal dieses Aufsatzstück drauf gemacht,
was man prima für Luftmatratzen dann nehmen kann. Ich habe hier mal so einen aufblasbaren Biereimer, um Bier zu kühlen. Und der hat ja dieselbe Öffnung wie Luftmatratzen. Das kann man dann hier einfach so reinstecken und dann kann man dann nachher prima da Luft reinpumpen. Das geht ohne Probleme. Aber passt mal auf, ich habe jetzt mal hier ein Schlauchboot. Und ein Schlauchboot, das hat hier so, so eine große Öffnung. Und da könnt ihr jetzt diesen Aufsatz nicht reinstecken. Das geht zum Beispiel nicht. Also Schlauchboote geht nicht. Da braucht ihr eine andere Pumpe für. Und zwar, ihr benötigt da so eine Doppelhubpumpe. Das wäre diese hier. Die zeige ich aber nochmal in einem separaten Video, weil die hat nämlich diese richtigen Aufsätze. Also einmal hier der große für so ein schweres Ventil oder halt die Aufsätze dann, die dann hier so reinkommen. Nur mal so als Info für euch. Hier haben wir meinen Autoreifen. Da machen wir jetzt mal den Doppelkopf dran. Das war's schon gewesen. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Bar ich drauf habe. 1,9 Bar ist ein bisschen wenig, deswegen pumpen wir den Autoreifen jetzt mal auf. Als Richtwert nehme ich mal ca. 2,2 Bar, so stand es bei mir auf dem Aufkleber im Auto. Ja, jetzt habe ich ca. 2,2 Bar und der Reifen lässt sich prima, ich gehe mal von der anderen Seite, mit der Pumpe auch aufpumpen. Egal ob Fahrradreifen, Luftmatratzen oder sogar die Reifen von Autos, die Joplo Sport pumpt alles auf. Super verarbeitet, super stabil und sehr einfach zu bedienen. Wer Interesse an der Pumpe hat, den Link zu dem Produkt poste ich im Textfeld unter dem Video. Da klickt da drauf, kommt er direkt hin. Und das war wieder der Testmittel von YouTube und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video.